Du, wir dachten, wir müssen lochfrei bleiben. Was soll das? Wie ist der Lochi? Du hast mir versprochen, dieser Kanal bleibt lochfrei. Ja, aber gegen den Lochi, den Spiralschneider, den Spiralizer. Also, da muss er einfach zugreifen. Für was ist das Ding? Ja, da können wir Tornado Potato machen. Und weil die so lecker sind und so geil schmecken, deswegen haben wir uns den Lurchi geholt. Du hast dir den Lurchi geholt. Richtig. Ohne meines Wissens. Und ich zeige, ja, ich habe auch bezahlt. Ja, das stimmt. Und ich zeige dir und euch da draußen, wie der jetzt richtig leckere Tornado Potato macht. Es gibt vom Lurch einen Spiralschneider und es gibt einen super Spiralschneider. Was der kann und was sich in dem Karton befindet, das zeigen wir euch jetzt. Wir machen den mal auf. Erste kommt uns hier entgegen, eine Anleitung. Die braucht natürlich kein Mann, also weg damit. Und da ist er schon, unser super Spiralschneider. Und da kommt er auch schon rausgefahren. Da ist das schöne Ding. Was haben wir noch im Karton? 2 Metallspieße und 20 Holzstäbe. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, wie der Superspiralschneider aufgebaut ist. Dann befreien wir jetzt mal den Spiralschneider aus der Hülle. Und da ist er, unser Superlorchi. Also, relativ einfach aufgebaut. Wir haben jetzt hier einfach eine variable Führungsschiene, eine Kurbel und einen Messeraufsatz. Der lässt sich einfach wechseln und relativ simpel arretieren. Dazu haben wir noch einen anderen Aufsatz und noch einen Aufsatz. Für unsere Tornado Potato brauchen wir die nicht, die bleiben drin. Die Tornado Potatoes können natürlich verschieden dick sein. Deswegen haben wir hier unten so ein kleines Rad und das können wir variabel stufenlos verstellen und damit können wir unsere Dicke der Tornado Potato bestimmen. Also wir nehmen mal ungefähr so mittlere Einstellung. Der Schneideinsatz ist eingestellt, die Kartoffel liegt bereit, der Holzspieß und der Metallspieß sind bereit und jetzt kommt der Tornado. Bevor wir jetzt den Tornado reinbrechen lassen, will ich euch noch was sagen und zwar das Teil hat hier Saugfüße. Also jetzt für diesen Untergrund natürlich nicht, für glatte Oberflächen perfekt, weil ihr werdet es nachher merken, das rutscht jetzt schon ein bisschen umeinander, das musst du jetzt ziemlich halten, das wäre jetzt mit den Saugfüßen gar kein Thema, wenn man einen glatten Untergrund hat. Ihr fragt euch jetzt, für was wir jetzt einen Metallspieß als erstes brauchen. Den brauchen wir, um die Kartoffel aufzuspießen, um durch das ganze Gerät durchtreiben und dann kommt der Holzspieß rein. Aber zuerst der Metallspieß durch die Kartoffel in der Mitte, so gut es geht. Ihr seht, die perfekte Mitte getroffen. Und jetzt brauchen wir unseren Lurchi. Wir schieben den Lurchi komplett zurück, die Seite. Und jetzt wird die Kartoffel reingesteckt. Bevor man jetzt diese Kartoffel mit diesem Metallspieß hier reinschiebt, schiebt ihr die Kartoffel bitte nach hinten weg. Warum, seht ihr an die Artex. Einfach mal zurückschieben und jetzt aufpassen auf die zarten Fingerchen. Jetzt haben wir die Kartoffel schön aufgespießt, jetzt schiebt man das Ganze hier durch und jetzt fangen wir an zum Drehen.
des guten Tons. Jo, jetzt wird's Zeit für so einen richtigen Tornado. Potato. Genau, ich freue mich schon. Ja. Hier unten sind sie, so sehen sie aus. Wunderbar. Also, wir mögen es grundsätzlich ein bisschen krosser. Ja, das ist gewollt. Und manche mögen es ein bisschen weicher oder so, aber ich mag das eher so ein bisschen, so ganz leicht wie Chips. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, es wird nicht mehr lang geschnackt, sondern einen guten. Einen guten. Haben wir ein Stück Hand. Mm. Mm. Sehr, sehr geil. Ein Lieblingsteil. Ihr könnt die beim Fernsehen gucken, könnt ihr die Dinger essen. Nicht nur eine. Ich meine, von nicht nur eine. Ich denke, dazu kann man nicht viel sagen, wir probieren es einfach aus. Mhm. Passt auf, wenn er das wirklich im Wok macht, so wie wir, messt die Temperatur. Das Ding kann euch um die Ohren fliegen, wenn er nicht aufpasst. Also wenn es zu heiß wird, Löschdecke, Feuerlöscher, natürlich kein Wasserlöscher, ist absolut Pflicht, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr eine Fritteuse habt, haben wir natürlich auch, macht es in der Fritteuse. Mhm. Da könnt ihr die Temperatur einfach viel besser steuern, ja? Absolut, ja. Aber sehr geile Teile. Also unsere Kinder fahren drauf ab. Aber natürlich nicht ganz so groß, sondern ein bisschen weicher. Weichen ist geil. Und dann könnt ihr genauso, ihr könnt einfach nur Salz drauf machen. Oder ihr könnt unsere geheime Geheimmischung drauf machen, die wir jetzt noch nicht verraten können. Ja. Es könnte sein, dass irgendwann nochmal was rauskommt. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Testen und Probieren. Hm. Und ja, vielleicht seht ihr da bald mal was. Also jedenfalls schmecken die richtig, richtig geil. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, wir können jetzt wieder aufhören mit Schnacken, weil es ist einfach geil. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben dafür. Kommentiert. Dann wissen wir, was wir für euch noch besser machen können. Und abonniert unseren Kanal. Sofern das noch nicht geschehen ist. Dann seht ihr uns am Donnerstag. Um 18 Uhr, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Finde ich gut. Hm? Find's gut. Mhm. Jetzt einfach reinstecken. Ah! Ah! Geh weg! Oh! Es blutet nicht, aber tut weh. Ah! Sanka! Leck mich da am Arsch. Das muss immer mir passieren, sowas. Ah. Ich liebe dich, Chef. Okay. Das habe ich gerade gespuckt. Schau wieder. Das macht nichts. Lass uns so. Ende. Ja, ohne MG Barbecue? Ja, das ist schon bei uns egal. Dann machen wir was Neues. Es ist unser Kanal. Das können wir. Das ist unser Kanal. Ja, wenigstens noch was uns gehört. Ja, uns gehört nicht viel, aber das. Aber der Kanal ist uns. Hier. Es gibt einen Spiralschneider und es gibt kein. Nur keiner. Ja, mal ein Gott. Die Klingone. Ja. Manchmal.